Eine neue Folge MT5, heute mit einem Strategievideo Winning Conditions für die Mali. Viel Spaß! Ja, es wurde sich gewünscht, dass ich noch mehr Winning Conditions Videos mache. Und das ist ein bisschen schwierig, da ich bei den anderen Völkern die nicht so deutlich sehe wie bei den Celadron. Aber für die Mali habe ich mir etwas ausgedacht. Und während das bei den Celadron sehr so war, das sind die Schritte, wie du da hinkommst, sage ich hier direkt, wie man da hinkommt, kann ich euch nicht genau sagen, sondern das müsst ihr quasi selber schaffen. Aber was ihr dann machen könnt, das kann ich euch sagen. Und gerade wenn man nicht mit Ruinen spielt, ist eine Winning Condition für die Mali, dass sie irgendwie auf 6 oder 7 Punkte bekommen. Denn dann kommt quasi die stärkste Regel der Mali zum Vorschein. Also jetzt wirklich von der Kreatur der Mali. Die können relativ wenig, vor allem im Late Game von ihren Fähigkeiten her. Ich blende die mal größer ein, da die nur einen Split haben, in die eigene Zone zurück. Und das möchte man meistens nicht. Aber die haben eine extrem starke Fähigkeit, was die virtuellen Siegespunkte angeht. Nämlich, man bekommt einfach einen virtuellen Siegespunkt für jeden Mali, der in der gegnerischen Zone steht. Das heißt, wenn ich hier irgendwie Mali stehen habe, habe ich schon mal 3 Siegespunkte. Wieso ist das jetzt so stark? Dafür hole ich mir noch eine andere Figur. Nehmen wir uns einfach mal hier so einen Drachenkrieger. Das ist so stark, weil sobald man seine 6 Punkte hat, sind Mali, die hier in den obersten 2 Reihen stehen, von gegnerischen 3 nicht mehr bedrohbar. Weil die können nicht an mich dranziehen, weil sobald ich eine schlage, habe ich gewonnen. Das heißt, man kann gegen die Mali dann quasi, die in der gegnerischen Hälfte stehen, nichts mehr machen. Und wenn ich schon 6 Punkte habe, ist es nicht so schwierig, gerade wenn ich noch irgendwie hier einen Sprössling im Spiel habe und noch ein paar Triggerpunkte, mir noch ein paar andere Mali zu machen. Mit Goldfrüchten, die ich dann entsprechend aufwerte. Das heißt, wo ich es als Gegenspieler extrem schwierig finde, wenn ich gegen Mali spiele, ist, wenn der schon 6 oder 7 Punkte gesammelt hat und dann einfach darauf geht, Mali in meiner Hälfte zu machen. Weil wie bekomme ich die weg? Ich bekomme die gar nicht mehr weg. Das heißt, ich muss extrem schnell versuchen, Druck aufzubauen auf andere Kreaturen, die gegebenenfalls noch hier unten stehen. Aber bis ich mal da bin, kann er die halt auch schon zu 6ern aufwerten. Und genau, wenn er dann schon 2 hier oben hatte, ja okay, dann kann ich auch schon nicht mehr schlagen. Beziehungsweise, ja, einer reicht ja quasi schon. Das heißt, ich komme an die 6er hier dann auch nicht mehr dran. Das heißt, im Endeffekt muss der Mali-Spieler nur noch alle Figuren zu 6ern aufwerten, die er hat und irgendwie in die gegnerische Hälfte bringen. Bis er dann eben genug 6er da oben stehen hat, um genug Siegespunkte virtuelle zu bekommen, um zu gewinnen. Das heißt, mein Gameplan, wenn ich die Mali spiele, bei Ortschaften muss man natürlich noch ein bisschen gucken, aber wenn man hier zum Beispiel eine Ruine spielt, ist es sehr gut, wenn man da einen eigenen Mali schon drauf hat. Da, wie gesagt, der Gegner kommt einfach nicht mehr da dran. Und dann ist mein Gameplan, ich versuche irgendwie zu einem Tausch den Gegner zu motivieren, um möglichst viele Punkte zu bekommen. 6 reichen quasi schon, aber 7 oder 8 sind noch besser, denn dann kann auch ein Dämonenspieler mich mit dem Besessenen oder so nicht mehr wirklich locken. 5, ja okay, da muss ich schon irgendwie ein bisschen beeilen, um hier auf 2 oder 3 Mali zu kommen, damit ich in die Situation komme. Genau, und danach einfach versuchen, über die virtuellen Siegespunkte zu bekommen, mich möglichst unangreifbar zu machen, meine schwächeren Kreaturen schnell aufzuwerten oder auch mal mit einem Fackelträger zu verbrennen. Und so kann man mit dem Mali gewinnen. Das war die Strategie. Wie gesagt, der Anfang ist ein bisschen euch überlassen und danach sich über die virtuellen Siegespunkte in den Sieg quasi zu flüchten, ist so, was ich aktuell bei dem Mali stark finde. Wenn ihr das schon mal ausprobiert habt oder schon mal dagegen spielen musstet und irgendwie überhaupt nicht mehr seht, wie ihr noch an den Mitspieler, an die hohen Kreaturen drankam, dann könnt ihr gerne einen Kommentar hinterlassen. Hier im Stream auf Twitch haben wir eben auch ein etwas ähnliches Spiel gesehen.
Und ja, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß.